starting the investigation. So spannend für meine Sachen, die ich habe. There have been a report of a cursed object nearby. This must be the reason that the ghost was summoned here. Take a look. You may be able to use it to your advantage. Okay. Also hier soll irgendwas in der Nähe sein, was das was eben halt die was den Geist halt auslöst, sagt er gerade so ungefähr. Mhm. So. Ich versuch's wieder mit der Temperatur. Ihr bewegt euch nicht? Habt ihr was ausgesucht, oder? Ja, ich schon. Karina meinte doch, sie ist auf Toilette. Ach so. Pilz. Genau. Warum haben wir schon wieder zweimal von den ganzen Sachen zweimal? Ich weiß es nicht. Wo ist denn die Kamera? Ich hab schon die Kamera. Ich meine, das war auch ein bisschen scheiße, weil der Raum so klein war, ne? Temperatur steigt. Warum hat er so einen Axtfetisch hier gehabt? Weiß nicht. Hat irgendwie so ein Fliegen gefangen. Okay, das haben alle Häuser. Wieso wird es schon wieder kalt? Also ich meine in real life, Entschuldigung. Oh, da ist Hasi wieder. Anna. Manu. Warst du das? Ah, das nervt. War das gerade da Lea? Ja. Das ist echt lustig, das bockt gar nicht mehr, wenn du weitermachst. Ich kann mich ja nicht konzentrieren. I'm not concentrated. Darfst du dich halt nicht erschrecken? Ja, nee. Ja, doch. Ja, wir versuchen den Geist doch zu finden, ey. Da legt das doch nur ab. Komm, ich setz mich hier hinter. Ist ja keiner da. Hi. Doch, ich war hinter dir. So, ich mach mal die Lichter hinter euch wieder aus, ey. Ja, Carina macht das ja nicht. Soll ich tausendmal hinter uns das Licht ausmachen, da, dass wir den Geist noch aggressiver machen? Jeden eingeschalteten Licht. Ja, Kollegas. Das sind seine Bros. Okay. Das war ich nicht. Du
Das war ich, ich hab gegähnt. Nee, nee, das Knarzen, das war bestimmt nicht dein Gähner. Achso, nein. Gähnen könnt ihr mir nicht verbieten, Kinder. Sensibelchen. Literaturfeld. Wieder hier. Nice. Rede mit Herz da drin. Wo? Da drin? Rede mit mir. Guck halt mit dem Kissen hier rauf. Ja. Mensch, wir wollten uns nur mal kurz mit dir unterhalten. Das ist nicht nett. Geist, schreib in das Buch. Geht das auf jeden Fall Agro-Berlin. Warum kriegen wir immer so Agro-Typen? Geist, schreibe in das Buch. Na, jetzt kommt er wieder. Geist, schreibe in das Buch. Da ist ein Fußabdruck. Fußabdruck? Wo? Da. Foto. Geist, schreib in das Buch. Wie in den, im Salz ist doch. Jetzt ist er wieder weg, jetzt ist er wieder da. Ja. Ganz komisch. Ah, geh mal weg, Carina. Geist, schreib in das Buch. Geist, schreib in das Buch. Ach so, das war er. Ich dachte, du wärst das. Geist, schreibe in das Buch. Bitte sei uns nicht böse. Schreibe einfach in das Büchelchen. Rede mit uns. Geist, schreibe in das Buch. Okay, jetzt hat's geknarzt. Geist, schreibe in das Buch. 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 Oh, ich schmeiß schon wieder was. Geist, du sollst dich nach mir schmeißen. Du sollst in das Buch schreiben oder irgendwas sagen. Ich gebe zu, dass Carina das Ding immer an und aus macht. Ist nicht hilfreich. Aber sie möchte dich auch nicht so aggressiv machen, verstehst du? Also sei gechillt und schreibe in das Buch ein Limerick. Einen Vers. Oder einfach nur eine nette Message. Kannst auch Krisselkrassel machen. Krisselkrassel reicht uns auch. Geht auch gut. Geist, schreibe in das Buch.
Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal runter. Also er macht eigentlich nichts und es wird auch nicht unter Null. EMF irgendwas? Ich hatte eben 4. Oh, oh, okay. Okay, die Tür geht nicht auf. Ja, er folgt uns. Geist, sei cool. Geist, sei uns nicht böse. So, ich bin draußen. Das war, sobald ihr den Raum verlassen hattet und ich noch drin stand. Da ist der Akku geworden. Ja. Der war auch 10, also der war auf jeden Fall ein Jagen. So, versuchen wir mal die Kamera. So, lass ihn erstmal ein bisschen austoben. Benutzen. Ja, benutzen doch. Ach, ja, doch, das Salz habe ich jetzt schon. Ja, Salz bringt ja nichts. Doch, jetzt wissen wir, dass der Geist im Raum war. Er hat sich, glaube ich, bereut, oder? Ja, ich glaube auch. Noch nicht verstanden, wie das funktioniert, Schatz. Also ich suche nach Geisterorbs. Ne? Kann ich nicht sehen, wenn einer eine Taschenlampe anhat. Der EMF irgendwas? Ich kann mal orientieren, wo ich bin. Ah, hier. Ich sehe keine Geister-Ops. Jedenfalls so jetzt bis jetzt nicht. Der Geist hat auch nicht mehr. Temperatur ist jetzt wieder bei 1 Grad. Ich würde sagen, kein Geisterob. Der wird immer aggro, wenn wir gehen. Kann das sein? Ich mach den Dot jetzt. Okay. Ich stelle die Anwesenheit einer Geister anhand einer Bewegungssensor fest, schade. Weil wir haben ja einen deutlich stabileren Salz. Ja, aber du brauchst einen Bewegungssensorbeweis, Schatz.
Ein Geisteropfer auf jeden Fall negativ. Was guckt ihr? Ich warte darauf, dass irgendwann mal sagt, was. Ja, ihr müsst wissen, was er tut. Ich sagte, ich habe den Dot-Projektor genommen. Ja, ich versuche weiter mit dem Kreuz. Da gibt's nichts dran zu versuchen. Da kannst du nur mit verteidigen. Also, Sicherung scheint raus zu sein. Sinnvollerweise hinlegen. Ah, hier denke ich mal. Nee, das funktioniert nicht. Okay. Agro-Berlin ist an dieser. Ich bin tot. Wie, du läufst dann noch? Ah, nee, jetzt läufst du nicht mehr. Okay, wo sind deine Sachen? Da auf der Treppe. Siehst du nicht? Ah, hier oben liegen sie. Ich sehe das Kreuz nicht. Ah, da ist es. Du hast so Platz im Envy. Ja, ich habe Platz im Envy. Carina, schöne Leiche. Also, erreicht Sanity unter 25, das haben wir geschafft. Weiß nicht. Juhu. Immerhin, wir haben geschafft, das Sanity zu erreichen. Ich bin im, hab den Bewegungssensor. Ja. Ach, hier draußen ist der Stromkasten. Oh ne, das ist... Funktioniert nicht. Warum nimmt er die Taschenlampe nicht? Hast du eine? Nee, ich habe keine. Weg! Ja, würde ich ja gern. Lea, Carina, gib uns irgendwie mal Tipps. Hier, komm hier raus. Ja, wenn ich was sehen wird. Also anscheinend kann man die Taschenlampe nicht mehr nehmen. Keine Ahnung, vielleicht haben sie das geändert. Ein Dot-Projekt kann man ja jetzt gar nicht beurteilen, man kommt ja gar nicht mehr dran.
Irgendwie nimmt er jetzt gerade nichts. Ah, okay. Das Kruzifix wegschmeißen, damit ich wieder Temperatur nehmen kann. Okay. Okay, weiter. Er mag uns nicht. Mensch, jetzt jag uns doch nicht die ganze Zeit. Gib's doch mal eine Chance. Oh, er gibt uns keine Chance. Ist ja schon gut. Er mag uns nicht. Ich glaube, er hat mich. Oder? Ich glaube, es ist gerade noch gut gegangen diesmal. Also, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, den Bewegungssensor haben wir jetzt ausgelöst, ne? Ja. Ja. Das haben wir jetzt immerhin geschafft. Den Dots-Projekt, da können wir nicht beurteilen. Also ins Geisterbuch hat er ja nicht geschrieben. Wir hatten keine Gefriertemperatur. EMF hatten wir eigentlich auch nicht. Dann bleibt nur das Phantom. Das hätte allerdings den Dots ausgelöst, aber den können wir ja nicht gucken. Und er hätte auch Ultraviolett ausgelöst. Und er hätte in die Geisterbox gesprochen, aber das hatten wir nicht. Oder ist es ein Raiju? Dann war es doch EMF Level 5. Und ich habe es noch nicht gesehen. Ja, keine Ahnung. Ich meine, du hast das Ding in der Hand. Ja, aber ich kann auch mal sagen, dass ich es nicht mitbekomme, wenn wir gerade irgendwas anderes machen, weißt du? Ja, ich meine, du brauchst nichts anderes zu tun, als das Ding zu beobachten, ne? Also, sollte man eigentlich hinkriegen. Aber ich weiß nicht, wie du auf Raichu kommst. Wir hatten kein Geisterorb, kein Geisterbuch und keine Gefriertemperatur. Achso, kein Geisterorb. Nee, hatten wir nicht. Ja, also wenn wir Ultraviolett, Geisterbox, Geisterbuch und Geistertemperaturen. Gefriertemperaturen. Ja, Geisterbuch, Geistertemperaturen, Geisterorb kannst du wegmachen. Also bis jetzt, aber ich sag mal, eben hatten wir das auch und es war dann doch Gefriertemperatur. Das ist echt nervig. Haben auch die Sanity echt low, hey. So, was machen wir jetzt? Ich kann noch mal mit der Box reingehen. So. Ja, um einfach mal das ein bisschen noch einzukreisen, weil ich habe jetzt Gespenst, Phantom und Goryeo bei mir stehen.
Mutter Violett hat auch keiner gemacht. Also ich kann ja nicht alles machen. Ihr müsst mal ein bisschen mitspielen, ne? Tu ich doch. Ja, von euch kommt nix. Nur einfach immer, ja, ich glaube, ich denke, nee, hatte ich dann doch nicht. Also ein bisschen mehr müsst ihr euch schon auch mal andere Sachen nehmen, auch mal ein bisschen ausprobieren. Also jetzt, also diese Runde habe ich jetzt bis jetzt alles gemacht. Was machen wir denn jetzt? Ich kann höchstens die Kamera weglegen, aber dann haben wir kein Foto, falls wir eins haben. Falls wir ihn sehen. Ja, wir brauchen Beweise. Es nützt ja nichts, Alea. Das Foto ist ja ganz nett, aber wenn wir den richtigen nicht erraten, nützt uns das alles nicht. Ah, Licht ist wieder an. Geist, rede mit uns. Geist, rede mit uns. Geist, rede mit uns. Geist, tu irgendwas. Er hat mich. Du hast mir genau im Weg gelaufen. Ich konnte nicht weg. Also ich hatte wieder diese Störungen auf den, auf der Geisterbox. Also wenn man danach geht, das ist entweder ein Gespenst oder ein Phantom. Und Ultraviolett und EMF wäre der entscheidende Faktor. Weil dort haben sie beide. Ja. Das Geisterbuch kann ich jedenfalls nicht sehen. Also das Geisterbuch kann ich nicht sehen, wenn ich Geist bin. Und beim Dots-Projektor ist eigentlich nichts. Ja. Also im Geister, im Dots-Projekt, da kommt man nichts sehen. Ja. Aber dann wäre es auch nichts. Also ich denke nicht, dass es eben Level 5 war. Wäre es ein Phantom. Ein Phantom ist ein Geist, der von den lebenden Besitzer ergreifen kann, meistens beschwörend durch das Ouija-Brett.
Stärken, ein Phantom anzuschauen, hat einen stärkeren Einfluss auf die Sanity. Das Fotografieren eines Phantoms sorgt dafür, dass es für eine kurze Zeit verschwindet. Tja. Ich höre dich nicht. Ja, wir haben keins gefunden, ne? Ja, das ist das, was mich gerade so... Es ist lebensmüde für mich, da jetzt reinzugehen, weil es euch wie es ist. Der springt ja, sobald du da hochgehst. Ja, dann müssen wir Phantom sagen und rausgehen. Dann gehen wir raus, dann wenn du nicht mehr reingehen willst, kannst du auch den Level beenden. Da weiß ich nicht, worauf wir warten. Also was soll es jetzt sein? Ja, Lea, sag was. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt kein Reacher-Brett gefunden, aber wir waren ja jetzt auch nicht überall drin. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass ich den Papa mal kurz reinsetze und gucken. Aber ihr könnt die geschlossenen Türen ja nicht öffnen oder so. Doch. Sag sie, wir müssen Türen öffnen. Sehr lustig. Also ich habe nichts gefunden. Dann würde der Phantom keinen Sinn machen. Nee, würde eigentlich keinen Sinn machen. Dann war es vielleicht doch ein EMF von Level 5. Es hat halt so zwischen 4 und 5 geschwankt. Ja, 4 und 5 schwanken gibt's nicht. Wenn es gegen 4 und 5 schwankt, ist es 5. Dann ist es ein Gespenst. Wie ist denn das jetzt raus? Ja, wenn es der EMF-Level ja ist. Geisterbuch war ja nichts. Gefriertemperatur war nicht. Geisterob war nicht. Geisterbox wahrscheinlich schon, weil diese Störungen drin waren. Also von daher und EMF ja, dann bleibt nur ein Gespenst. Ein Gespenst ist einer der gefährlichsten Geister, die du finden wirst. Gespenster ist auch dafür bekannt, zu fliegen und durch Wände gehen zu können. Stärken, ein Gespenst berührt fast nie den Boden, weshalb es nicht durch Fußabdrücke gefunden werden kann. Als ihr gejagt worden ist, wurde... wir haben aber einen Fußabdruck gefunden. Nee, das war bei der letzten Runde. Gespenster haben Angst vor Salz und werden alles tun, um es nicht damit in Berührung zu kommen. Salz haben wir noch nicht versucht. Nein, doch, hier. Der Geist ist in Salz getreten. Das ist diese Runde gewesen. Okay, dann ist... dann ist es kein Geist. Dann ist das auch nicht richtig. Also irgendein Hinweis stimmt nicht. Ich denke, was ist mit Gorio? Wenn es kein Geisterbox war?
Ja, wird ja auch passen. Die Verwendung einer Videokamera ist die einzige Möglichkeit, einen Goryeo zu betrachten, wenn er durch das Laserlichtgitter eines Dots-Projektors läuft. Ja gut, das haben wir nicht versucht. Stärken: ein Goryeo zeigt sich in der Regel nur vor der Kamera, wenn keine Menschen in der Nähe sind. Schwächen: sie werden selten weit entfernt von ihrem Todesort gesehen. Ja gut, das wird ja passen, weil er reagiert ja nur auf Einzelpersonen, ne? Ja, aber da, ich habe ihn gesehen, als, hattest du eine Kamera bei? Teilweise, ja. Weil als du gestorben bist, habe ich ihn gesehen. Nee, habe ich nicht dabei gehabt. Ja gut, aber das steht ja nicht da, dass du ihn nie siehst. Das steht ja nur, dass du ihn sehen kannst, wenn der Dot-Projektor, wenn er durch das Lasergitter vom Dot-Projektor läuft. Naja, er zeigt sich in der Regel, ne, hast recht, weil es steht ja, er zeigt sich in der Regel nur vor der Kamera, wenn keine Menschen in der Nähe sind. Also passt das ja nicht. Ah, nee, ah, so meinen die das. Wenn du die Kamera da hinlegst, dann musst du weggehen, damit es sich von der Kamera zeigt. Also willst du beim Goryeo bleiben? Wird jetzt Sinn ergeben, oder? Eigentlich schon, ja. Wenn das mit der Kamera nicht wäre. Na gut, dann komm, ja. Gehen wir. Warte, ich muss noch einkreisen. Na, die Sanity ist bei 0 bei dir, Halleher. Das bringt auch nichts mehr. Ja, und es wird auch nicht mehr höher. Ja. Habt ihr alle? Ja. Ja. Nee, stimmt wieder nicht. Es war ein Yokai. Ich glaube, das ist nicht das Spiel für uns, habe ich langsam das Gefühl. Ich weiß nicht, was wir verkehrt machen. Ja, ich verstehe auch nicht, was wir verkehrt machen. Yokai. Im Level 5 wäre nicht richtig. Kein Ultraviolett, haben wir ja nicht ausprobiert. Kein Geisterbuch. Keine gefrühe Temperatur. Geisterbox ist korrekt. Ja, aber ich hatte keinen Geisterorb. Definitiv nicht. Ich hatte keinen Geisterorb, da war nichts. Ich hätte aber einen Geisterorb haben müssen. Ich verstehe das nicht, warum ich... Also irgendwie, entweder achte ich auf das Falsche, ich habe keine Ahnung, was ich verkehrt mache. Also trotz der Hilfe letztes Mal von dem freundlichen Zuschauer auf jeden Fall, Grüße an der Stelle. Aber ich habe gedacht nach dem letzten Mal, jetzt habe ich es verstanden, aber ich habe immer noch das Gefühl, ich verstehe das Spiel immer noch nicht. Ich meine, klar, der reagiert nur auf Einzel, vielleicht, ne, dadurch, dass wir halt immer zusammengehen, vielleicht kriegen wir deswegen die Information nicht raus. Ich weiß es nicht. Naja, ich ende mal die Folge.